Dirk Kerner und Jan Weber erreicht ein Notruf aus einem Handyladen. Ein Mann ist auf Diebestour und das in einer sehr ungewöhnlichen Kostümierung. Wir wurden im Laden überfallen. Hier vorne gleich. Der Typ ist noch da, oder was? Der Typ ist noch drin. Der ist noch drin. Meine Angestellten. Na dann schauen wir mal. Der ist da drin? Hier? Mensch? Ja, hier vorne, hier vorne, hier vorne, hier vorne. Vorsichtig umdrehen, ganz entspannt. Ganz entspannt. Und? Gute Dora. So. Tut mir ja leid, Mensch. Er ist mir entwischt. Ja, dafür sind wir ja da. Ich habe ihn festgehalten drin, aber. Was hat er jetzt genau gemacht? In den Laden rein und hat. Wir waren hinten im Lager. Ja. Haben noch ein paar Sachen sortiert und dann nicht erst mitbekommen, dass der da drinne war. Und dann sind wir nach vorne am festgestellt. Mit und der hat ganz schnell Handys eingepackt. Ja. Hat er eingepackt hier? Hat er hier schon drin, alle? Ja, hier oben ist auch immer Tierstar drin. Scheiße, Alter. Ja. Komm, halt da einfach still, dann tut's auch nicht weh und dann ist Tassen, gut. Ja, meine Jacke. Bleib doch einfach mal still stehen jetzt. Ihr kriegt doch nicht. Ja, ja. Alter, fisch doch einfach. Ja, ja. Ja, ja. Würden Sie das mal nehmen? Ja, das finden wir schon. Mal ganz darf ich Ihnen das mal geben? Normal gucken, wir gucken eins in Ruhe. Jetzt ist doch einfach die Fresse. Ja. Hey, halt dich doch mal jetzt ein bisschen zurück. Merkst du nicht, dass ich jetzt... Kannst mich auch einfach mal. Ja, genau. Alles wird gut. Alles wird gut. Ein paar machst du gleich deine Nase kaputt. Du musst hast aber ordentlich zugeschlagen. Ich bin ein scheiß Kollege auf dem Festzeit. Jawohl. Das ist Freiheitsberuf. Ein Ausweis haben wir. Ich weiß nicht, erstmal eine Beamtenbeleidigung, die eine oder andere. Naja, das finde ich mal toll, neue Uniform, ey. Ja. Ja, ja, warum nicht? Ist da sonst keiner mehr? Ich an, Alter. Doch, ich fasse dich jetzt an. Es ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber ich muss es ja machen. So. Ich alle mal, ey. Das war es erstmal, glaube ich. In Groben, ja. Junge. Haben wir einen Ausweis? So, wir haben den. Oh, nicht schön. Herrn Stieglitz haben wir. Dirk Kerner kontaktiert umgehend die Leitstelle, um die Personalien zu überprüfen. Nur wenige Augenblicke später gibt es höchst interessante Neuigkeiten von den Kollegen. Sie sind erstmal festgenommen, ja? Richtig. Ach, hier noch. Wegen liege ich in den Diebstahl. Ja, da schließt sich der Kreis, oder? Dem kannst du schon mal. Der ist ein Knäuschelchen. Ist ein Fuchs. Ja, da hört. Nicht? Ja, ich habe das Ergebnis der Abfrage. Der ist Jeremy Stieglitz. Er wird seit 10 Tagen als vermisst gemeldet. Junge, denk doch mal an deine Eltern. Alles klar, müssen wir erstmal bescheiden. Deine Eltern, melde dich doch bitte bei deinen Eltern. 17 bist du. 10 Tage bist du schon nicht mehr zu Hause gewesen, deine armen Eltern. Erst kurz mal. Möchten Sie mir sagen, warum Sie von zu Hause weg sind? Geht das Stern nicht an? Geht mich gar nicht an. Wir machen jetzt mal Folgendes. Warum bist du denn so aggro, sag mal? Ich so, nee. Haben Sie was eingeschmissen? Nee. Kommt mir fast so vor. Ja. Also wir machen mal Folgendes. Wir nehmen Sie erst mal mit zur gefangenen Sammelstelle. Da werden wir Sie erkennungsdienstlich behandeln. Toll. Super. Da werden wir uns mal in Richterverbindung setzen im Jugendamt. Dann werden wir mal mehr weiteren Papier entscheiden. Au. Junge, das kannst du irgendwie machen. Bitte melde dich doch bei deinen Eltern. Hau ab! In das Haus. Hau ab! Hau ab! Das ist ja keine Kamera hier. Du darfst ihn weh. Gehörst du ihm oder was? Nee. Nee, ist klar. Ein Papagei und ein. Was bist du, ein Eisbär, ja? Oder was? Ein Papagei und ein Eisbär. Wollt ihr uns für doof verkaufen? Wir kriegen die ab. Ich. Du bist nicht abgehauen. Nein! Ist ich hab doch gesagt, du sollst den Laden von meiner Mutter auslassen. Scheißegal. Wo kommst du denn jetzt her? Mika war auch oh schön, Das ist ihr jetzt, ja? Das ist mein Sohn, ja. Der mit ihm zusammen hier die Läden klar macht. Abhauen sollen. Da hast du ihm Tippe gegeben, wenn wir den Laden Sohn der Mutter haben. Der war seit 2 Tagen. Du sollst den Laden auslassen von meiner Mutter. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt wiedersehe. Wo warst du die 2 Tage, die letzten? Warum hab ich jetzt richtig verstanden? Er wird auch vermisst gemeldet, oder wie? Ich habe ihn vor 2 Tagen vermisst gemeldet. Der ist ja nicht nach Hause gekommen. Ich habe mir so eine Sorgen gemacht. Und wie gesagt, ich bin ja dann arbeiten gegangen, weil ich mich ablenken wollte, aber ich bin so froh, dass ich ihn wieder sehe, dass er wieder da ist. Wir machen mal ganz kurz im Bereich. Also er ist natürlich auch festgenommen.
Ja. Ja? Nee, mal, ich muss Ihnen jetzt sagen, er ist festgenommen, der kommt mit zur GESA, ebenfalls erkennungsdienstliche Behandlung. Ebenfalls sind wir mit ihm, wir kommunizieren mit dem Jugendamt und dem Richter, der entscheidet, wo er weiteren Verbleib. Ja? Gut, ich bin nur zufrieden, dass ich ihn sehe. Stinkst du denn so, sag mal? Bisschen, da habe ich immer die Maske hier. Hier ist ein Ausweis drin? Ja. Scheiße, Alter. Ey, bleib doch mal ganz locker. Das zumachen sollen. Ich hab's dir gesagt. Das ist einfach zumachen. Das gebe ich dir mal zurück. Jetzt ist aber Schluss hier. Willst du dir erstmal aufsetzen? Oder? Ja? Willst du dir erstmal aufsetzen? Oder? Naja, kommst du mit ihm klar jetzt hier? Oder bist du... Das sagt nichts. Ja? Was ist denn das? Ich kann dir ja nicht, wenn du nichts sagst. So, was ist denn mit deinem Kumpel los? Warum ist denn der so aggro drauf? Was willst du denn damit? Hast du es gekauft? Nein. Nee, ja. Wir haben uns vor zwei Wochen kennengelernt und er hat mich eben überredet, Lehn zu überfallen. Und wer seid ihr jetzt hier? Und deswegen warst du ja zwei Tage weg und hast dich bei mir gar nicht gemeldet. Weißt du, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Ja. Und jetzt sehe ich hier so viele Parfümflaschen. Wo kommst du her? Mutti sind wir soweit durch. Du hast uns, New York? Willst du nach New York damit? Ja. Wir hatten einen großen Traum immer, als Musiker in New York durchzustarten. Ist das denn ernst? Wie alt ist er? Ich habe jetzt 16. Das muss uns aber auf dem Weg zum Auto erzählen. Wir haben keinen zweiten Wagen gekriegt, wir müssen wieder zusammen transportieren. Durchsuchen wir nach vorne nochmal. So machen wir das. Ist natürlich für Eltern immer ein bisschen problematisch, wenn sie berufstätig sind, gerade wenn sie selbstständig sind, den Kontakt zu ihrem Kind wirklich eng aufrechtzuerhalten. Das sehe ich ein. Dennoch muss man sich mal ein bisschen sensibilisieren für diese ganze Thematik. Das heißt, ändert sich der Freundeskreis meines Kindes, fallen die schulischen Leistungen ab, ändert sich sein Freizeitverhalten. Das sind schon Alarmsignale, wo man ein bisschen genauer hinschauen sollte. Die beiden Teenager müssen sich wegen Ladendiebstahls vor einem Jugendrichter verantworten. Die Mütter haben ihren Söhnen mittlerweile verziehen.